Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Phasmophobia mit Salome, Drago und Baba. Mein Ball. Yeah. Und mein Name ist Michael Jordan, Gepär. Ui. Phasmophobian. Phasmophobian. Schön. Nachdem wir die letzte Runde so verkackt haben. Haben wir doch gar nicht. Doch. Wir haben den falschen Geist und sind zwei gestorben. War nicht gut. Fieses Etwas, was uns nicht leiden konnte. Mhm. Ja. Obwohl nur ein Schmierlapp unterwegs war. Stimmt. Aber naja. Was? Also ein Muten. Ein getarnter Schmierlapp. Vor allem Muten. Hallo. Huch. Ah. Ihr spawnt ineinander. Oh. Alles klar? Alles klar. So. Ja, es ist hier richtig abgrasen, ne? Yeah, alles misch. Hat jemand schon so ein EMF? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gut, dann lasse ich den da. Was nehme ich denn mit? Das Buch. Ich nehme das Buch. Wir müssen Zeuge eines Geister-Events werden. Wir müssen ein Geist vom Foto machen, ja? Und dreckiges Wasser für Papier. Was? Warum? Geist vom Foto machen. Warum sprichst du über das Funk? Alle da sind. Gewohnheit. Weil's schön macht. Und warum habt ihr gerade so gekichert? Es regnet. Ja, das ist Geist vom Foto, nicht Foto vom Geist. Ach so, Geist vom Foto. Ach so, okay. Es regnet, die Erde wird nass. Und wenn es genug geregnet hat, dann wächst auch wieder Gras. Zum Rauchen. Didu, didu. Huch! Alter, die Tür! Wir machen jetzt Tanglewood Speedrun. Wo bist du? Ja. Speedrun. Wer geht in den Keller? Du. Ich. Immer der, der so blöd fragt. Ich geh schon. Ja, ist eigentlich Salomis Aufgabe. Salome! Salome Neure. Samsung S20, nice. Oh, hier liegt ein Handy, ein Samsung S20. Und nein, das ist keine Werbung. Knochen in der Garage. Werbung. Bist du hier? Wo bist du jetzt? Handabdruck an der Kellertür. Ja, dann hat es nicht reagiert. Box. Geht auf 2. Oh. Gut. Ich bringe das UV weg. Wo bist du? Du. Gut, Autoreifen eintragen. Temperaturen sind hier unten noch. Ja, merkt auch. Habt ihr schon eine Kamera mit? Also Videokamera? Eine Video steht im Flur, habe ich da geparkt. Alles klar. Dann nehme ich einen Bewegungssensor mit. Nee, nimm doch mal eine Kamera auf dem Stativ mit, weil wir ja noch keinen Ort haben. Okay. Apropos. Zeichen. Ist da irgendwo im Flur doch das Licht an? Vielleicht? Weil ich fand das Gewitter gerade enorm. Ich habe Kinderschuhe gefunden. Sehr creepy. Tja, EMF. Ja, ich habe. Ja. Ah? Da war der Geist! Wo denn? Hier ist nichts. Er war im Esszimmer, da war der Geist. Ist doch nichts. Ich sehe nix. Wohin mit der zweiten Kamera? Hier ins Esszimmer.
Würde ich auch sagen, ja. Denn schon, denn schon. Von hier? Von hier aus oder okay. Von wo? Mach mal bitte vom Esszimmer aus zur Küche. Ach so, vom Esszimmer zur Küche. Ja? Jetzt leg sie doch mal ab. So. Wohin? Bibi? Esszimmer zur Küche. Drago, Entschuldigung. Küche zum Esszimmer, Sira macht vom Esszimmer zur Küche. Oh, warte, ich leg noch das Buch hin. Hat einer von euch die zweite Kamera? Also die zweite Fotokamera. Ich glaub, wir haben schreibe einen. Bitte ins Buch. Ja, scheiße, dann haben wir jetzt verkackt, weil ich hab mich aus Versehen zweimal zerdrückt und jetzt haben wir nur noch ein Foto. Juhu, schön. Oh, Alter, es war gerade auf 10. Oh ja. Oh krass. Vielleicht hat er gerade ins Buch geschrieben. Ich hatte das Buch in dem Moment nämlich hingelegt. Okay, könnte sein. Okay, beide Kameras im Esszimmer. Ah. Ja, die eine halt in die eine Richtung, die andere in die andere. Die eine soll in die Küche zeigen und die andere soll ins Esszimmer zeigen. Eigentlich. Genau, so haben wir es auch hingestellt. Kann man ja mal probieren. Ja, weil da waren die Temperaturen und da war der Geist. Ich hab ihn gesehen. Das war wieder so braune, zugenähte Moorleiche. Was ist denn das für ein weißer Punkt hier am Rand? Was ist denn das? Siehst du das? Ein Lollipop. Glückgriff. Ah, okay, da leuchtet der aber schön. Warte. Ah. Ach nee, das ist der Bewegungsmelder. Oh, da ist was geflogen. Da kam es aus dem Flur geflogen. Da kam aus dem Flur aber raus. Und ihr vergesst den Funk. Da kam was aus dem Flur sozusagen ins Küchebereich geflogen. Flogen? Geflogen. Ja, Gegenstand. Oh. Was? Alter, das Mikro schon hier. Kruspel. Kriegt es sozusagen unter den Tisch, was da geflogen kam? Ich würde mal sagen, alle Kamera würden wir definitiv mal Richtung Flur eventuell stellen. Ja. So in den aber bitte nicht die. Nein, keine, ich bringe. Ich... Nicht die. Puff. Wie das aussieht. Oh, das sieht gut aus, ja. Das sieht gut aus. Ja, vielleicht hätte sie ein bisschen weiter nach hinten gekommen. Kannst du die Kamera noch ein bisschen weiter hintersetzen? Richtung, also ein bisschen weiter in die Küche rein? Dass der Flur länger gezeigt wird. Ja, so sieht das gut aus. Wurde ins Buch geschrieben? Wo liegt das Buch? Ich habe das auf den Küchentresen gelegt. Boah, ihr macht mich so fertig, ey. Entschuldigung. Vor allem ist auch gut, dass ihr mit 6 Augenpaaren auf dem Monitor startet, ne? Und ja, es wurde ins Buch geschrieben. Oh, geil. Super. Buch. Der hat da bestimmt geschrieben. Der hat bestimmt ins Buch geschrieben, wo da auf einmal die 10 gewesen ist. Wahrscheinlich. Also entweder Spirit oder ein Revenant. Welchen Hinweis habe ich jetzt verpasst? Moment. Ich gehe gucken. Fingerabdrücke haben wir noch gehabt. Fingerabdrücke, das ja, habe ich genau. Gehört. Okay. Revenant wäre. EFM, EMF Buch, ja. Wäre der Revenant und was hast du nee, gesagt? Nee, das ist es nicht. Doch, das ist es. Hä? Spirit, glaube ich, war es. Ja, Geisterbox. Ja. Also Geisterbox oder EMF. Auf
Viel Erfolg, jetzt dürft ihr. Wir sind furchtlos. Wie die grünen Punkte hier durchfliegen durchs Haus. Wo bist du? Wo bist du? Gut. Oh, EMF 3. Bist du da? Okay, ich glaube nicht, dass er die Geisterbox quatschen wird. Aber wir haben bisher noch nichts getriggert, ne? Also nein. Noch kein Ziel geschafft. Bist du da? Wieder 3? Da hat sich der Teller bewegt. Ah, das war die 3 wahrscheinlich? Aktion, Knochen, Fingerabdrücke. Nochmal 3? Ja. Bist du da? 3? Also die Box brauchen wir gar nicht zu nutzen. 3? Sag doch nicht immer nach 2 Sekunden, die Box brauchen wir nicht benutzen. Ich habe keine 2 Sekunden, ich laufe die ganze Zeit rum. Du sagst die... 3. Du sagst die ganze Zeit, oh, die Box brauchen wir nicht. 10 Sekunden später, die Box brauchen wir nicht. Oje. Ich glaube, ich bin gerade durch ihn durchgelaufen. Oh, da läuft ein Geist den Flur lang. Oh, wei, wei. Richtung Außentür, Haustür. Geht wieder zurück zum... Geht in den Keller. Bäh. Die verbrannte Moorleiche. Zieht den Fuß hinterher. Und ist wieder bei der Haustür. Alles gut. Ja, alles gut. Ich habe mich hinter ihr versteckt. Und ich glaube, ich bin durch ihn durchgelaufen gerade. Ihr macht Sachen, ey. Ich habe nur irgend so eine schwarze Backe gesehen, wo ich durchgelaufen bin. Wenn dich beschwerst. Hier, da ist das Ding. Kannst du mal versuchen reinzuquatschen. Bist du da? Auf mich reagiert das Vieh nämlich nicht. Vielleicht steht's bei dir wieder auf Englisch. Nein, da steht nur nichts erkannt einfach. Sprich mit mir. Warum stellen wir uns eigentlich nicht an die Eingangstür und machen das? Der ist genau hier lang gelatscht und nicht durchs Salz. So unfassbar. Oh, 5! Yay! Komm, und wir sind tot. Wir sind tot, ja. Ah, runter von meinem Fuß. Chrissy. Chrissy ist tot. Da, wo hast du dich versteckt? Wo warst du? Sprich mit uns. Chrissy. Gib uns ein Zeichen. Ja, Moment. Sorry, ich hatte noch so einen lauten Ton gehabt. Ja, ich habe mich im Schrank versteckt hier in einem Zimmer, aber habe die Tür vergessen zuzumachen. Tja. Cool. Das sollte man natürlich dann nicht unbedingt machen, ne? Aber so haben wir den Revenant. Ja. Oh, du hast einen kalten Atem. Kommt mal, Ach, das waren die Räucherstäbchen. Kommt mal raus, bringt uns jetzt eh nichts mehr, weil wir haben eh kein Foto mehr frei. Also. Stimmt, ja. Zwei hatte ich leider verkackt und wir haben nur eine Kamera dabei. Ah, schade, schade, schade. Zeuge, oh, wir sind schlecht. Ja. Ach, du Schande. Nichts passiert. Habt ihr alles eingetragen?
Ja. Ja. Yep. Zumindest haben wir ihn enttarnt. Es war also fast gut. Die Folge ist auch in Ordnung, mein Gott. Nicht so schlimm. Aber fein. Das ist sozusagen eine kleine Feile. Muten, muten, please. Ja, ich hab 105. Ich verstehe doch nicht, wie setzen sich die 105 denn zusammen? Ich habe Aufgabe 1, 10, ich habe Fotos 15 und ich habe Knochenbeweis 10. Mehr steht nicht und ich habe 105. Vielleicht wird ja bei Profi und Fortgeschritten verdoppelt oder... Ah, stimmt, das kann sein, ja. 25, 35. Bei Fortgeschritten die Hälfte nochmal mehr und bei Profi vielleicht alles nochmal mehr. Also krass. Oh, 80 Pünktchen habe ich gekriegt. So, aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist eine sehr, sehr kurze Folge, aber es ist eine... Wir hätten es ja nochmal versuchen können, an der Haustür zu triggern. Ist halt, weil ja, bringt uns ja nichts. Achso, ja, stimmt, wir hatten ja keine Fotos mehr, ne? Stimmt. Sonst wäre das alles noch besser ausgefallen. Ja. Etwas komische Folge, etwas leider nicht so, wie wir es wollten, aber wir haben es trotzdem noch geschafft. Wir haben den Geist herausgefunden. Immerhin. Ja, das langt ja eigentlich auch. Genau, immerhin. Ist nur einer gestorben. Das heißt nichts. Schon wieder Chrissy, Salome. Waren, wie immer. Ja, der Kollateralschaden ist mal wieder da gewesen. Alles ist in Ordnung. Ja, weil sie immer irgendwelche Türen vergisst zuzumachen oder sich neben die Haustür setzt. Ich war nicht in einem Zimmer gewesen. Du hast aber die Tür offen gelassen. Ja, das habe ich schon nicht, ja. Wenn du die Schranktür nicht zumachst, bringt es dir nichts, im Schrank zu sitzen. Ja. Aber weißt du, wohin? Hätte sie sich nur umdrehen müssen, dann hätte ich mich gehabt. Ja, sie hat dann, sie ist dann, wenn sie kommt, dann verfolgt sie ja mindestens einen. Und wenn sie dann gerade dich hatte, die sowieso schon hinter dir her war und du hast die Tür nicht zugemacht, blöd. Ja, blöd, ne? Ja. Sie sucht sich ja immer einen aus, wenn du unterwegs bist. Ja. Und da also, wir schneller Leute. Im Schrank waren als ja. du. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Also, genau. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.